Hallo liebe Leute, ich weiß, einige von euch da draußen sind große Fans von Destruction Derby, ne? Autos, die ineinander krachen, bis irgendeines davon dann ordentlich verschrottet ist. Und da gibt es jetzt ein Spiel, auf das man länger gewartet hat, weil ich glaube, eigentlich sollte es mal so ein Launch-Titel sein, aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein Games-Journalist. Und zwar Destruction All-Stars, das ist Teil von PlayStation Plus Now, kann man sich also als Abonnent in dem Sinne kostenlos runterladen. Und da habe ich gerade mal das Tutorial gespielt und ich möchte mir das jetzt anschauen. Ich höre da sehr viel Gemischtes drüber. Die einen sagen, es ist total cool. Andere sagen, es ist voll trashig und nicht im guten Sinne. Nach dem Tutorial kann man gleich loslegen. Es gibt einen Arcade-Modus, da kannst du offline zocken. Aber meines Erachtens ist es halt so ein Spiel, das spielt man hauptsächlich im Multiplayer. Wir haben die Grundlagen schon gemacht und jetzt können wir mal hier gucken. Nächster Level 25.000 Erfahrungspunkte. Herausforderungen bald verfügbar. Multiplayer, wir spielen in Europa. Was haben wir hier? Solo, Mayhem, 8 gegen 8. Das ist natürlich auch cool. Wir spielen jetzt einfach mal Gridfall. Ich nehme an, das ist die Map hier. Probieren wir mal. Matchsuche läuft. Es ist jetzt hier ja, 11 Uhr vormittags. Hoffentlich ist da jemand unterwegs. Gibt da genügend Leute, die jetzt zu Hause sind zur Zeit. Das einzige Gute an Corona, ne? Homeoffice. So, Charakterauswahl. Jetzt können wir uns jemanden aussuchen. Wen nehmen wir denn hier? Oh Gott. Jetzt habe ich da einen Franzosen in der Leitung. Oh Gott. Oh Gott. Das möchte ich nicht. So, wir steigen in unser Auto. Ich versuche das gleich mal auszumachen, doch jetzt geht's erstmal los. Wow! Alter Falter, hier wird man gleich ordentlich weggebumst! Das ist ja chaotisch pur! Ha, er hat mich verpasst. Also man fährt halt hier mit dem Auto rum und hat dann noch so verschiedene... Wow, das habe ich nicht gesehen, dass man da runterfährt. Man hat so verschiedene Angriffsmöglichkeiten und die führe ich dann mit dem rechten Stick aus. Bin hier schon raus. So, liebe Leute, jetzt gehen wir mal ins zweite Match und versuchen mal, hier das so hinzukriegen, dass wir nicht die ganze Zeit vollgesabbelt werden. Denn es ist super fucking nervig. Und ich finde es auch schon wieder so eine Sache, die mich einfach schon ankotzt, dass man es nicht gleich direkt hier im Spiel auf einen Knopfdruck machen muss. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das geht. Weil, ja, egal. Wir suchen ein Match und dann legen wir gleich los. So, wir suchen einen aus. Sprachchat im Spiel wurde gestartet. Hier haben wir zum Glück jetzt eine Lobby, wo jeder die Klappe irgendwie zu halten scheint. Geht gleich los. Aber wir machen den trotzdem vorsichtshalber aus, denn ich hatte gerade eben schon schreiende Babys im Ohr und all so ein Kram, wo ich mir, ich denke, während so ein Holländer mir ins Gesicht sabbelt, die Leute sind teilweise so doof und ignorant. Ach, kann ich mich so aufregen. Nicht jeder findet es spaßig zu hören, wie du mit deinem Neugeborenen hier Destruction Derby zockst. Sorry, ey. Bin echt sauer hier. Aber jetzt drücken wir erstmal den PlayStation-Knopf. Warte, Moment. Hier ist eine Karte. Und jetzt ist der Sprachchat stumm geschaltet. Wenn man da dann Viereck drückt, habt ihr das gesehen? Ganz kurz war diese Karte zu sehen. So, jetzt kann ich euch das Spiel ein bisschen genauer erklären. Also wir rasen hier mit unserem Auto rum in dieser Arena mit lauter anderen Verrückten. Und wir müssen die versuchen natürlich zu rammen. Und das machen wir, die ganzen Angriff-Moves machen wir mit dem rechten Stick. Da kann man nach vorne oder dann zur Seite rammen. Und das versuchen wir natürlich zu machen. Wenn wir dann rausgehauen werden aus unserem Auto, müssen wir schauen, dass wir uns schnell ein neues besorgen. Man kann nämlich dann auch Autos stehlen von anderen Leuten. Ich habe einen geschrottet, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich aber geschrottet worden. Jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, weil jetzt kommt einer auf mich zugefahren. Wenn ich dann so Blitze über dem Kopf habe, kann ich ausweichen und mir ein Auto eventuell stehlen. Ich hoffe... Die ganze Zeit, dass einer versucht mich... Oh, shit. Jetzt habe ich selber nicht aufgepasst. Und jetzt bin ich oben drauf. Jetzt kann ich das Auto stehen, wenn ich die Knöpfe richtig drücke, hier, die mir angezeigt werden. Oh, der hat mich abgeschüttelt. Wie konnte das denn passieren?
Ich wollte ihm das Auto stehlen. Dann jetzt vielleicht bei dem hier. Und stehen! Bäm, jetzt habe ich ihm sein Auto gestohlen. Ist meins, Bitch! Oh, da habe ich gedacht, den würde ich erwischen. Habe ich aber nicht bekommen, ey. Verschrottet. Und einen Charaktertreffer. Läuft. Fuck. Schön selbst hier. Oh, jetzt bin ich schon wieder so leicht am Dampfen. Beziehungsweise rattern. Den habe ich getroffen. Aber er hat mich getroffen und damit bin ich raus aus meinem kleinen Haus. Ich mache jetzt mit R1, jetzt habe ich meine Spezialfähigkeit eingesetzt, jetzt kann ich halt Doppelsprünge auch machen. Ne? Und also Kram. Und den versuche ich mir jetzt mal zu schnappen. Den hätte ich jetzt natürlich auch schrotten können, das wäre vielleicht besser gewesen. Ne? Ja, da habe ich nicht mitgedacht, ich Hirsch. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig, diese Mechanik. Oh nein, ich sollte da nicht... Oh, zum Glück durchgekommen. Ah. 60 Sekunden noch. Shit. Ja, das war's dann. Runde ist vorbei. Ah, shit! Habe ich noch einen mitbekommen am Ende. So, Niederlage. Nichts anderes habe ich erwartet. Also es ist schon so ein bisschen chaotisch, aber ist eigentlich ganz witzig. Also ist vor allem kostenlos, ne? Also innerhalb des Abos, das muss man auch mal so sehen. So, wir haben Abzeichenbonus bekommen, wir haben hier Krakam Erfahrungspunkte. Alles blitzt und blinkt für Platz 8. Okay. Zugefügter Schaden, ja, Nummer 2. Der hat ordentlich Schaden gemacht. Ich habe nur 217 gemacht. Egal, wir gehen ins Hauptmenü und dann schauen wir uns noch einen anderen Spielmodus an. Also wie gesagt, es gibt da wirklich diese Sache, dass man halt zu Fuß unterwegs ist. Man kann so ein paar Moves dann machen. Autos stehlen, Autos schrotten, während man drauf ist. Man kann natürlich auch abgeschüttelt werden. Und dann ist man eben im Auto unterwegs. Und jetzt habe ich leider vergessen, mein Superauto zu rufen. Aber das kann man halt dann auch machen. Und jeder Charakter, den man halt spielt, der hat halt so ein paar andere Fähigkeiten. Diesen Special Move, den man da gerade gesehen hat. Bei mir war da, glaube ich, eben so ein Schutzschild drumherum. Wir sind jetzt mal der Typ hier. Boxtop. Den finde ich gut. Und wir machen den Sprachchat wieder stumm. Das muss man über den PlayStation-Kopf, dann kommt man auf diese Karte und muss es jedes Mal neu machen. Das finde ich super nervig. Aber die einzige Möglichkeit, dass man dann nicht von irgendwelchen sabbelnden Leuten genervt wird. So, wir sind mit Boxtop unterwegs. Der hat das Boxmobil und der hat den Breaker. Da hat man gerade gesehen, was die Specials sind. Ich habe nicht gelesen, was die sind, aber ich bin mir ziemlich sicher. Der Schnittmensch wird darauf reinzoomen. Okay. Einsammeln, um Banken einzunehmen. Boah, deponieren. Wir müssen Banken einnehmen. Okay, das ist jetzt ein bisschen was anderes hier. So, eine Sache, die ich jetzt sagen muss. Optisch ist das Spiel für mich komplett nicht Next-Gen. Fuck! Also grafisch sieht das jetzt nicht wirklich beeindruckend aus, muss ich sagen. So, wo müssen wir hin? Ah, ich fahre jetzt mal zu A, weil da leuchtet A. Oh, wenn ich da mal hinkomme. Ey! Was willst du denn, du... Ey, wer ist denn überhaupt auf meiner Seite? Die Orangenen? Ich habe nichts mitbekommen, was hier gerade passiert ist. Ich verstehe noch nicht ganz, was das Spiel von mir will. Ja, fahre ich jetzt halt hier hin. So. Ich will jetzt mal zu C. Ah, müssen wir Punkte einnehmen? Ist es das? Alter Falter, ich fliege die ganze Zeit raus. Das ist schon super crazy, was hier passiert. Abgeschüttelt! Mann, du Kackwurst!
Ich gehe mal hier drauf, bringt mir nichts. Ich habe gedacht, da wäre irgendwas, was mich dann hochkatapultieren würde. Gibt es manchmal so. So, ich fahre jetzt mal zu B. So, ich gehe mal zu Fuß hier hin. Vielleicht muss man hier... Ja. Das scheint wichtig zu sein, dass man eben zu Fuß diese Sachen einsammelt. Ich habe irgendwas gebunkert. Bank im Besitz. Ich rufe L1, da hinten ist mein Superauto. Wenn ich, dummer Hund, da reinkommen würde, das ist mein Super, mein Boxtop, Super Bomben-Dingsbums. So, was fahre ich jetzt? Muss ich jetzt hier... Ja, ich habe abgeliefert und gebunkert. So, wir fahren weiter. Also man muss dann wirklich so richtig aus dem Auto raus, um dann... Ah, den wollte ich killen. Und ich fahre wieder zu meiner Bank. What? Oh, ich Hirsch, mach mein eigenes Auto kaputt. Ich sollte besser zu meiner Bank fahren. Ich glaube, ich mache hier irgendwas richtig. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Nein, jetzt ist C. Habe ich das jetzt gebunkert? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Aber ich finde es trotzdem ganz witzig. Also ganz ehrlich, ich habe mir nicht viel erwartet und habe mehr bekommen. Jetzt ist eh gleich vorbei. Niederlage. Kennt er ja von mir. Ne? Ist ja hier üblich. Ja, das soll jetzt so ein ganz kleiner Eindruck gewesen sein von Destruction All-Stars. Das Ding ist wirklich sehr, sehr chaotisch. Aber das macht es auch irgendwie so spaßig. Es ist von der Steuerung eigentlich relativ simpel. Das Fahren an sich fühlt sich ganz gut an. Ne? Man macht die Attacken mit dem rechten Stick nach vorne, zur Seite und so weiter und so fort. Dann ist man auch zu Fuß unterwegs, kann dann Autos kapern, kann aber auch gekapert werden. Und hat dann Specials, die man einsetzen kann, auch bei den Fahrzeugen. Man kann sich so ein Special-Fahrzeug rufen. Es gibt diese unterschiedlichen Spielmodi. Ist jetzt nicht viel, was ich hier sehe, aber bis jetzt ist es ja noch, wie gesagt, innerhalb des Abos mit dabei und soweit ich weiß, sollen da noch neue Inhalte kommen. Ich habe tatsächlich nichts erwartet. Optisch ist das Ding nicht schön, muss ich ganz klar sagen. Da ist das für mich kein bisschen Next Gen, aber ist durchaus ganz spaßig für zwischendurch meines Erachtens.